Heftige Unwetter sind heute Nachmittag über die Schweiz gefegt. Die Gewitter brauten sich über dem Jura und dem Mittelland zusammen. In Güttingen am Bodensee gingen innerhalb von nur einer Stunde mehr als 55 Liter Regen pro Quadratmeter nieder. In den Kantonen Freiburg, Thurgau, St. Gallen und Bern stehen Keller unter Wasser. Verkehrswege sind unterbrochen. Nach dem heftigen Gewitter kommt im Bernischen Inns das große Aufräumen. Das Wasser hat massenhaft Geröll und Schlamm gebracht. Sträßchen hatten sich plötzlich in Flüsse verwandelt. In 10 Minuten hat es hier den ganzen Parkplatz, den ganzen Unterstand voll Wasser gesehen. Dort bis zu den Briefkästen, bis um die Tür fallen, alles volles Wasser. Und die Autos sind geschwommen vor dem Haus. Es ist sehr prekär gewesen. Die Feuerwehr muss zahlreiche Keller auspumpen. Innerhalb einer Stunde gingen bei der Kantonspolizei 120 Meldungen aus dem Seeland ein. Die meisten betrafen Inns. So wie es heute da hat und die Regenmassen sich auch, das haben wir wirklich noch nie gehabt. Hättest du kaum nachher mögen? Richtig, das ist es auch so. Am Anfang ist es relativ langsam gekommen und plötzlich sind eine Meldung der anderen nachgekommen. Auch in der Ostschweiz kam es zu Überschwemmungen. Wie hier im St. Gallischen Wiel. Die Autobahnausfahrt bleibt voraussichtlich die ganze Nacht gesperrt. Die A1 ist zudem zwischen Utzwil und Münchwilen in beiden Richtungen gesperrt.